Strobenlage, ja, ist nicht gut, ne? Willkommen mit dem München Hauptbahnhof. Sie werden die Steuerung eines ICE 3 Hochgeschwindigkeitszugs nach Augsburg Hauptbahnhof übernehmen. Bitte geben Sie sich zu Ihrem Zug. Okay. Dann mal los. Einmal ausklappen. Einmal rein in die Stube, machen wir mal die Tür zu. So, wir lassen diesmal machen wir zu oder machen wir. Ach komm, wir lassen auf. Können die Leute sehen. Die Katastrophe. Auf. Gut. Dann lasst die Fahrt beginnen. Oh, da fährt irgendwas ab. Tschö. Und gute Fahrt. So. Ach, müssen wir warten. Na gut. Schließvorgang eingeleitet.
Oh, wir werden umgeleitet. Heißt wahrscheinlich müssen wir gleich auf 60 km/h oder 40 km/h runter, um einmal über die Weiche fahren zu dürfen oder zu können. Ich würde sagen, gehen wir schon mal auf 100 runter, falls es gleich wirklich so kommen sollte, dass wir auf 60 runter müssen. Für solche Sachen sind halt, fehlt halt der Monitor hier, der Monitoring. Das ist halt total schade, dass sie das nicht reinbringen. Weil das gab es ja damals vor 20 Jahren schon bei Microsoft Trainingsimulator. Da gab es ja schon der Monitoring. Da konnte man mal gucken, was als nächstes passiert. Ist ja in der Realität genauso. Das ist ja auch nicht oben da rechts in der Anzeige drin stehen. Sondern steht immer weil alles hier am Monitor. Oder im Logbuch, wie auch immer, schon vor Anfahrt. Oder ich habe das Gefühl, wir können auf 120 bleiben. Ich glaube, wir sind schon umgeleitet worden.
Halli, hallo, hallöle. Na, alle gut. Alles super. Super, super. Was für ein Zug ist das? Ein ICE-3. Ja. Ui, ui, ui. Kann ich gleich wieder bremsen, mal gucken. Ja, auf jeden Fall. TSW2 ist schon nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall, also. Es gibt einige Sachen, die man bemängeln kann bei DuckTales Games, weil sie einfach keinen Fortschritt machen. Aber so ist das. Oh. Immer dieses Stop and Go hier. Was ist denn los? Nächste wieder gelb. Da kommt man nie an. Eigentlich dürfen wir sogar 160 hier fahren, aber gut. Ja, teilweise. Also. Manchmal so, manchmal so, ne? Ist halt alles beim Alten geblieben, weil es gab ja kein Update, ja gut, Mission-Update gab es jetzt mal wieder heute, aber. Na komm, fahren wir da mal 100. Bringt ja nichts. Das kommen wir ja nie an. Hab's auch Vollgas, richtig. Ja, wobei ich mehr so der Bummelzugfahrer bin. Ich mache so mehr RB, RE und so. Überall an jedem Strauch anhalten. Und direkt wieder gelb, ja richtig. Ja, das ist halt das, was in Tränen wird, auch zwei total nervt, dass halt dieser Monitor nicht aktiviert ist. Dass die das nicht hinbekommen oder auch nie machen werden. Das ist halt schade, weil hier würdest du normalerweise die Information sehen, wie er auch in 10 Kilometern noch aussieht. Da wüsstest du hier genau, da ist gerade ein Signal noch rot, da kannst du schon mal dementsprechend anpassen. So fährst du die ganze Zeit nur auf Sicht. Und ja, es ist halt schade, dass die sich halt so verweigern, mal ein neues reinzubringen. Das ist halt. Weil das Monitoring hier, das gab es ja schon vor 20 Jahren in dem Microsoft Train Simulator. In dem ersten Train Simulator überhaupt, den es so gab. In dem MSTS. Da gab es das schon. Da gab es einen Monitor, da konntest du wirklich sehen, in 5 Kilometer kommt ein rotes Signal, da kann ich dann schon mal dementsprechend anfangen zu bremsen. Hast du halt hier nicht. Darum musst du auch die ganzen Anzeigen anlassen, weil du weißt ja nie, was kommt. Du weißt nicht, wann der Bahnhof kommt, nichts. Das würde einem normalen Lokführer ja alles angezeigt werden hier im Monitor. Aber trotzdem macht es Spaß. Und morgen werden dann die Schneebel angenäht an die Pinguine, an die 50 Stück und dann fängt es wieder von vorne an.
Ja, das ist halt. Ist halt doof. Aber die verweigern sich ja da ja komplett. Also, das ist ja leider so weit auf Theorems. Auch die hier Ansagen und so weiter, angeblich ja Lizenzprobleme. Was für ein Schwachsinn. DuckTales Games ist einer der größten Anbieter überhaupt von diesen Simulatoren. Also ob die Probleme hätten, irgendwelche Lizenzen zu bekommen. Also tut mir leid, kann mir kein Mensch erzählen. In jedem anderen Simulator geht zum Straßenbahn oder sonst was, sind ja auch die Ansagen drin. Und die haben da auch keine Probleme. Also. Du kannst mir nicht erzählen, dass so ein DuckTales Games, so ein Riesenunternehmen, Probleme hat, die Lizenz zu bekommen. Von der Deutschen Bahn oder wem auch immer. So. Und wenn sie halt eine Ansage einsprechen, ja mein Gott. Aber ich bin mir auch relativ sicher, und es wird auch so kommen, dass spätestens Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres TSW 3 angekündigt wird, wieder ohne neue Features, weil die wieder die alte Software nicht mehr erneuern können und so weiter. Da wird hundertprozentig kommen, TSW 3. Ohne dass da irgendwas Neues hinzukommt. Kein Multiplayer, keine Ansagen, nichts. Das macht die genauso wie bei Train Simulator damals. Oder immer noch, gibt es ja immer noch, aber. Das wird bei TSW genauso laufen. Solange genug Leute die Karten kaufen, etc., warum sollen sie sich auch anstrengen? Also, ich meine, läuft ja bei denen. Aber Karten für TSW 2 oder 1 sollte man sowieso nur kaufen, eben, wenn die im Sale sind, wie jetzt gerade. Also. Weil die sind halt teilweise einfach nur irgendwelche Bäume hingepflanzt, Schienen, Spaß im Grunde. Das man machen muss, ja, richtig. Ja, da wird es auf jeden Fall. Ich auch. Also, bis auf TSW. Hole ich auch nur Sachen, die wo man zusammen spielen kann. Beispielsweise Lotus. Aber Lotus wird in 5 Jahren noch nicht fertig sein. Oder Bus Simulator 21 ist ja angekündigt. Wird auch in 4 Monaten oder in 3 Monaten oder so entscheiden. Das wird auch nochmal schön. Ein bisschen Bus fahren. Aber Tram oder Straßenbahn oder sowas gibt es halt absolut noch nicht. Simrail 21 wurde ja angekündigt. Das soll ein Multiplayer bekommen mit im Zugbetrieb. Aber die lassen leider seit 2 Monaten nicht mehr von sich hören. Von daher weiß man nicht, ob das überhaupt noch entwickelt wird oder nicht, keine Ahnung. Und zum Thema, man hat keine Ahnung, was wie der Zug geht. Da habe ich heute auch so einen Beitrag zugeschrieben im Forum. Dass man das ja über den Multiplayer perfekt machen könnte, theoretisch. Das ist dann wie bei Spielen wie, ich weiß nicht, ob du The Division 2 kennst, wo einfach jemand so einen Hilfebutton drücken kann und man dann in die Lobby kommt und da dann helfen kann, sozusagen, so als Geist oder wie auch immer. Heißt, man drückt hier die Taste, die jeweilige, die gedrückt werden muss, und der andere Spieler muss das halt nachmachen und daraus dann lernt. Ja, also Sebastian ist schon echt gut. Der Multiplayer wird zwar nicht dieses Jahr noch kommen, glaube ich nicht, dass die dieses Jahr noch in die Phase 2 gehen, aber der Bass läuft sehr gut. Also ich kann mich da nicht beschweren, ich mag den Bass. Lohnt sich auf jeden Fall, sollte man sich auf jeden Fall jetzt schon holen, weil später wird es teurer auf jeden Fall. Und ich gehe mal an, dass es um einiges teurer wird. Am Ende.
Auf jeden Fall. Also, Sebastian ist ein Muss. Ich denke, die setzen auch nochmal neue Maßstäbe, hoffe ich zumindest. TML hat halt keinerlei Ahnung von Multiplayer, muss man dazu sagen. Noch nie Multiplayer-Spiele von denen gehabt, weil die erstmal daran entwickeln. Aber mit Aerosoft zusammen, die haben da einige Erfahrungen drin. Wird das dann hoffentlich dann dementsprechend auch gut werden. Also muss man halt abwarten. Aber erst in Phase 2 und das dauert ja eh noch. Ich glaube, den Doppeldecker, den sie angekündigt haben im Video jetzt, den haben sie erst für Ende des Jahres angekündigt. Also, da sehen wir mal, welche Zeitspannen wir davon reden. Also. Angeblich wollten die ja nach anderthalb Jahren mit Sebas in die Phase 3 gehen, aber. Ja, was heißt zu viel? Ich weiß nicht, ja, aber wird noch teurer, viel teurer, viel, viel teurer. Aber warten wir erstmal den Next Sim ab. Im August ist der Ende August ist der Next Sim von Aerosoft. Da werden wir dann ja vielleicht mal neue Informationen erhalten. Meine Damen und Herren, wir haben 2 Minuten Verspätung. Wir bitten dies zu entschuldigen. Ja, die sind nur 11 Leute maximal, die daran überhaupt arbeiten. Und natürlich macht nicht jeder das gleiche. Also die haben ja 2 Leute, die Skript machen, einer der moddet etc. pp. Also natürlich, das dauert halt ewig und 3 Tage bei denen. Klar. Weil nicht jeder an jedem Problem gleichzeitig arbeiten kann, weil der eine muss fertig werden, wie beim Hausbau halt. Der eine muss fertig werden, damit der andere weiterarbeiten kann. Also. Aber die arbeiten ja an 3 Produkten gleichzeitig, an Tourist-Bus-Simulator, an Fernbus und an Sebastian Dreier. Aber ich glaube auch nicht, dass sie nach 1,5 Jahren fertig sind, wie sie angekündigt haben, das schaffen die nicht. Da können wir von getrost von 2023 vielleicht ausgehen, dass das dann dementsprechend so läuft, wie es läuft. War ja bei Fernbus genauso. Die sind ja auch seit Jahren dran. Ich glaube 5 Jahre mittlerweile oder so. Also. Sollen sie sich Zeit lassen, dann passt das schon. So, nicht ins rote Signal reinfahren, das wäre jetzt blöd. Hallo, dürfen die Leute erstmal einsteigen? Na, okay. Machen wir Auflösung, kein Problem. Oder fahren wir? Ach, wir sind fertig, oder was? Ach, stimmt, 40 Minuten sind um. Stimmt. Meine Damen und Herren, der Zugführer verlässt den Zug. Fahren Sie alleine weiter. Tür ist offen.